So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Beim letzten Part sind wir hinabgestiegen in die Kanalisation, um den Parkverwalter zu finden, der gleichzeitig der Kanalisationsverwalter ist. Ich hoffe, wir werden ihn finden. Schnurrbart ist es leider nicht. Polo war es auch nicht. Und hier scheint auch niemand zu sein, der von uns für relevant ist. Aber hey, wir können ja hier erstmal nach Hinweismünzen suchen und so weiter und so fort. Und hier gibt es doch bestimmt wieder ein Rätsel im Auto, oder? Jetzt von einer anderen Position aus gesehen. Hier ist ein Abwasserkanal, ein Ort wie diesem führt, hätte ich bestimmt nicht erwartet. Mal Luke, da drüben steht mein Auto. Ah ja, ah ja. Jetzt 85, Zugtempo, 50 Pikaradwert. Ein Zug, der 100 Meter lang ist, braucht 30 Sekunden, um über eine 400 Meter lange Brücke zu fahren. Angenommen, seine Geschwindigkeit ist konstant. Mit wie vielen Stundenkilometern fährt der Zug? Ein Zug, der 100 Meter lang ist, braucht 30 Sekunden, um über eine 400 Meter lange Brücke zu fahren. Also. 100 Meter. 400. Also sind es 30 durch 4? Nee. Nee, das macht keinen Sinn. 30 durch 4, das wäre zu... Zug, der 100 Meter lang ist, braucht 30 Sekunden, um über eine 400 Meter lange Brücke zu fahren. Hä? Also warte mal, was kann man noch... hochrechnen, oder nicht? Wenn dann 400 mal einfach auf eine Stunde hochrechnen, oder? Also 400 mal 2 sind 800. 800. 800 brauche ich für eine Minute. 800 mal 60 dann, für eine ganze Stunde sozusagen, oder? 4, 8, 48 dann, oder? Kann das sein? Kann das sein? Das war ein ganz schön langsamer Zug. Nee, so falsch. Das ist noch einmal. Bist du sicher, dass du nicht einen wichtigen Umstand übersehen hast? Oder sind es denn eben 500 Meter, weil der Zug ja 100 Meter lang ist? Nehmen wir das Ganze nochmal mit 500, also 1000. Also 60.000, dann 60 km/h, oder? Probieren wir das mal. Well, here's my guess. Ja. Ja, klar, die Länge des Zugs muss ich einbeziehen noch. Ist okay. Ja, genau das. Stimmt, genau, die Lösung ist eine reine Rechenangelegenheit, aber du musst natürlich die richtigen Zahlen verwenden. Sobald sich die Spitze des Zugs auf der Brücke findet, dauert es noch 30 Sekunden, bis das Zug in die Brücke verlassen hat. Bedeutet, dass der Zug in 30 Sekunden 500 Meter zurückgelegt hat, nicht 400. Also fährt 1 Kilometer pro Minute und damit 60 Stundenkilometer. Ja, war ja anfangs richtig, bloß dass ich die falsche Zahl genommen habe. Ausgezeichnete Arbeit, Luke. Ein Fossil, das klingt nach Luke irgendwie. Das klingt eher nach Luke und nicht nach Layton. Und wenn Layton natürlich das Fossil ist. Nee, Quatsch, so alt ist Layton bestimmt auch noch nicht. Aber ich glaube, Luke kann damit mit anfangen. Oh, ein Ammonit, der hat auch sein richtig deutliches Spiralmuster. Was für ein Fund, da wird einem das Alter unseres Planeten erst klar. Ich glaube, das klingt doch eher nach Luke. Gar nicht so einfach, da zuzuordnen, zu wem was gehört, ne? Aber machen wir es erstmal so. Machen wir es erstmal so. So, dann schauen wir mal in die andere Richtung der Kanalisation. Vielleicht ist er hier der gute alte Kanalarbeiter. Scheint auch zu sein, der gute Mann. Würde er wohl sein. Noch was? Komm, Fluffy, zeig her.
Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann reden wir halt mit ihm. Hallo ihr zwei, na, was kann ich für euch tun? Sie sind der Parkverwalter, oder? Würde es Ihnen was ausmachen, den Park für uns aufzuschließen? Ihr wollt in den Park, was? Na, ihr seid mehr als zwei neugierige Gesellen. Nun, ich würde den Park gerne für euch öffnen, aber vorher muss ich hier noch etwas reparieren. Oh, wir können Ihnen dabei nicht zufällig irgendwie zur Hand gehen. Gut, dass ihr fragt. Ich muss dafür auf diesem Diagramm eine bestimmte Fläche ermitteln. Aber Geometrie ist nun mal nicht meine starke Seite. Kennt euch vielleicht mit sowas aus? Boah, geht, ne? 86 Quadrat und Kreise, 30 Pikel Radwert. Oh Gott. Sima hat dieses Diagramm aus der Jackentasche gezogen, möchte wissen, ob du ihm nicht bei einem kleineren Rechnung helfen kannst. Auf dem Diagramm sind einige Kreise und Quadrate zu sehen. Wie viel mal ist die Fläche des blauen Quadrates größer als die des roten? Wie viel mal größer ist die Fläche des blauen Quadrates größer als die des roten? Viermal würde ich sagen, oder? Jetzt mal ganz spontan vom viermal ausgehen. Here's my answer. Auf den reinen Blick, ja. Gut. Every puzzle has an answer. Stimmt genau. Wenn du das mittlere Quadrat um 45 Grad drehst, wie in der Abbildung umgezeigt, wird die Antwort deutlich. Die Fläche des mittleren Quadrats ist halb so groß wie die des großen blauen Quadrats und doppelt so groß wie jene des kleinen roten. Also ist das große blaue Quadrat, das große blaue viermal so groß wie das kleine rote Quadrat. Ja, natürlich, so habe ich das jetzt auch mir durchdacht. Gut gemacht, die beiden. Sobald ich dieses kleine Problem hier gelöst habe, öffne ich euch das Tor. Wunderbar. So, damit sollte alles behoben sein. Dann lasst mich euch mal den Park öffnen, was? Ein weiteres Gemäldestück ist auch mal wieder schön. Momentchen bitte. Alles klärchen. Quietschend. Und ein Vögelchen fliegt. So, da wären wir. Ja, ganz euch. Schaut euch ruhig daran um, solange ihr wollt. Juhu, Professor, wir haben es endlich geschafft. Vielen Dank, Silva. Sie haben uns sehr geholfen. Haha, ihr braucht euch nicht zu bedanken. Das ist schließlich meine Aufgabe, nicht wahr? Früher ließ ich den Park den ganzen Tag offen, aber inzwischen kommt niemand aus dem Dorf mehr her. Bin froh, dass ihr gekommen seid. So konnte ich endlich mal wieder meine Arbeit machen. Alles klärchen. So, da gibt es neue Tagebucheinträge, das sicherlich endlich im Park. Wir mussten erst einen Abstecher in die Kanalisation unternehmen, um den Parkverwalter zu finden. Doch im Gegensatz zu seiner Arbeitsumgebung war der Kontakt mit Sava äußerst angenehm. Wir hielten ihm kurz bei einem Problem und er öffnete uns daraufhin den Park. Endlich können wir uns dort etwas genauer umsehen. Ja, der war wirklich mal freundlich. Kommt ihr selten vor hier in Samister? Aber der war wirklich mal freundlich tatsächlich. Immerhin, ne? Immerhin. War auch nicht selbstverständlich hier in Samister. Sieht aber schön aus. Dieser Park ist ganz schön trostlos, finden Sie nicht, so verwahrlost und verlassen. Sava sagte, offenbar ist seit sehr langer Zeit niemand mehr hier gewesen. Nun, dann wollen wir jetzt mal an die Arbeit machen. Sehen wir uns das Riesenrad einmal genauer an. Ich bin fast sicher, dass wir dort etwas Interessantes finden werden. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Eine Karte des Parks, sie ist völlig vergilbt. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So ein verstecktes Rätsel, na sowas. Was ist, Professor? Okay. Sehen Sie mal dieses Plakat. Das Motiv scheint das gleiche wie auf unserem Fahrschein zu sein. Und es scheint schon ewig hier zu hängen. Die Buchstaben sind ja völlig ausgeblichen. Oh. Hey, ist das nicht? Ja, dachte ich mir doch. Das da in der Mitte des Motivs ist doch die kleine Flora, oder? Sie sieht genauso aus wie auf dem großen Porträt, das am Foyer der Villa Reinhold hängt. Offenbar hat Baron Reinhold den Vergnügungspark nur gebaut, um damit seine Tochter zu erfreuen. Ja, erinnert ich, wieso kamen die Dorfbewohner auch dann nicht, als der Park für alle geöffnet wurde? Nun, ich nehme an, Spekulation bringt hier auch nicht weiter. Lass uns weitergehen. Recht haben Sie, Professor. Hier ist noch eine Hinweismünze, die nehmen wir gerne mit. Und da war auch noch eine. Wunderbar. Schön zwischen den Wipfeln. Aber hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Na gut. Dann gucken wir mal weiter im Park.
Tagesfrüchte verwahrlost, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Wie schade, bestimmt war es hier einmal richtig schön. Es gibt ja sogar ein echtes Circus-Set hier. Allerdings, der Park ist ein recht trauriger Anblick, nicht wahr? Engartig, dies war offenbar ein Wanderzirkus. Wieso verkommt er bloß hier in Samister? Das Riesenrad ist bestimmt auch in einem schlechten Zustand. Das wird uns der Fahrschein nicht nützen. Nun, wir haben auch Wichtigeres zu tun, als Riesenrad zu fahren. Irgendwo in diesem Park ist ein Hinweis auf den goldenen Apfel versteckt. Da bin ich mir sicher. Aber auch hier gibt es wieder Hinweismünzen en masse. Hier wurde offenbar mal etwas verkauft, aber jetzt nicht mehr. Ja, das ist mir bewusst, Luke. Danke für diese Erkenntnis. Oh, das sieht aus wie ein Zirkuszelt. Offenbar ist es leer. Auch hier gibt es noch eine und die letzte ist doch an der Laterne. Wollen wir nochmal ganz kurz zurückgucken? Die Seite will ich auch nochmal kurz gucken. Achso, hier ist Silber. Die ist ja sogar was. Die ist ja sogar was. Sehen Sie, Professor, das lag hier auf dem Boden. Das ist ein Zettel aus einem Notizbuch. Liest du ihn mir vor? Klar, Professor. Sehen wir mal. Mit zunehmendem Alter begreift die Kleine mehr und mehr das Geheimnis des Dorfes. Ist sehr einsam, vermutlich will der Chef deshalb, dass ich hier einen Vergnügungspark baue. Damit werde ich wohl alle Hände voll zu tun haben. Die Kleine, die da erwähnt wird, ist sicher Flora. Der ganze Park wurde nur für sie gebaut. Aber den Rest verstehe ich nicht. Was soll jetzt all das Gerede über das Geheimnis des Dorfes? War noch nicht bereit für den Tod des Chefs. Die arme Kleine, jetzt ist sie ganz allein. Aber egal was passiert, ich muss weitermachen. Ich muss anstelle des Chefs für sie sorgen. Damit ist die Seite zu Ende. Baron Reinhold hat seine Tochter offenbar über alles geliebt. Das Schicksal kann so grausam sein. Naja, gut. Welche auch immer es damit auf sich hat, ich weiß es natürlich, aber ihr wisst es ja noch nicht. In den meisten Fällen, denke ich. Also manche wissen schon, aber manche auch nicht, ne? Also hat das ein Rätsel versteckt. Na, immerhin. Immerhin ein verstecktes Rätsel gefunden. Die größte Summe, 50 Pikarat wert, 116. Das Rätsel. 9 Quadrate sind in eine Tafel eingeschnitzt. Dort ordne 9 verschiedene Zeilen zwischen 1 und 51 so in die Quadrate ein, dass die Vertikale, die Horizontale und beide diagonalen Reihen, die durch das Mittelfeld führen, jeweils dieselbe Summe ergeben. Dabei soll die größtmögliche Summe herauskommen. Welche Zahl steht in diesem Fall im Feld in der Mitte der Tafel? 9 verschiedene Zeilen zwischen 1 und 51 so in die Quadrate ein, dass die Vertikale und die Horizontale, beide diagonalen Reihen, das Mittelfeld für jeweils dieselbe Summe ergeben. Hab irgendwie 94 im Kopf, fragt mich nicht, wie ich darauf komme. Aber irgendwie ist mir so. Ich stehe nächstes Mal ein Feld in der Mitte der Tafel. Aber es muss ja eigentlich nur 51 sein, oder? Oder? 51, machen wir hier mal 50 hin. Hier 49 vielleicht. Hier sind es einfach mal. Es muss ja 51 sein, oder? Damit überall das Größte rauskommen kann. Well, here's my guess. Ja, gut. Ohne langes Überlegen. Prima gemacht. Ah, 144, okay. Um jeweils die größtmögliche Summe zu erreichen, solltest du die höchste verfügbare Zahl in die Mitte setzen. Danach musst du prüfen, ob du mit dieser Zahl in der Mitte das Rätsel noch lösen kannst. Die komplette Lösung sollte ungefähr so aussehen wie oben gezeigt. Ist okay. Das hat gerade noch so geklappt. Na, wenn es gerade noch so geklappt hat, dann bin ich ja beruhigt. Bin ja sehr beruhigt, Luke. So, und Sie sagen noch was? Haben Sie noch ein Rätsel, junger Silver? Oh ja, schon wieder. Was? Wie gefällt euch denn mein Park? Hübsch, nicht? Die Sonne scheint und ich bin gut gelaunt. Wieso feiern wir das Wetter nicht mit meinem Rätsel? Ich erzähle euch einen meiner Favoriten. Na dann, hau mal raus, Silver. Leckene Wanne, Rätsel 88, 30 Pikarat wert. Ein 2,5 Meter tiefer Wasserbottich wird ab 9 Uhr morgens 8 Stunden lang befüllt. Der Wasserspiegel steigt in dieser Zeit um 60 cm, allerdings scheint der Bottich ein Leck zu haben. Und am nächsten Morgen ist der Wasserspiegel wieder um 20 cm gesunken. Wenn der Spiegel auf diese Weise täglich um 40 cm steigt, am wievielten Tag läuft der Wasserbottich dann über? Gib als Antwort die Zahl des Tages ein.
Okay, jeden Tag steigt der 40 cm. Also 2,5. 2005. 250 sozusagen durch 40. 50 würde ich sagen, durch 40 sozusagen. Also. Ja, geht natürlich nicht ganz auf. Weil, na, nee, doch, das geht. Geht ja ganz auf. Am sechsten Tag, oder? Wieg auf diese Weise täglich um 14 Minuten. 6? Ne, 7 dann. 7. 7? Es ist so einfach. Da ist ein Haken hinter. Da ist ein Haken hinter. Es ist nicht 7. Das dachte ich mir. Dieses Rätsel enthält einen Fallstrick. Finde ihn, um zur richtigen Antwort zu gelangen. Ein Spiegel. Warte ich dann über. Dann sind es nur 6. Klar, weil, ja, am sechsten Tag sind ja trotzdem 60 cm drin. Halt, aber dann fließen sie ja raus. Ich verstehe. Ja, klar. Klar. Stimmt, genau, am sechsten Tag. Man ist schnell versucht zu denken, dass der Wasserspiegel nach 6 Tagen erst bei 6x40, also 240 cm steht und das Wasser somit am siebten Tag über den Rand des Bottichs schwappt. Aber auch am sechsten Tag kommen erst 60 cm auf einem Schlag hinzu, sodass der Bottich bereits an diesem Tag überfließt. Ja, genau. Stimmt. Ah, ihr seid begnadete Knobler, wie man merkt. Wir sprachen eben über den Park. Er ist nicht richtig gepflegt worden und verkommt teilweise einfach. Wenn etwas alt und kaputt ausschaut, ist wahrscheinlich am besten, wenn ihr davon fernbleibt. Eine Violine, das klingt nach Luke ausnahmsweise mal. Klingt nach Lukey Boy. Kann mich auch täuschen. Kann mich aber auch täuschen. Könnte auch Layton sein. Perfekt, so habe ich gerade angefangen, Violine zu lernen. Nee, das klingt nach Luke. Gut, hatten wir das auch geklärt? Wir könnten da schon durch. Ja, komm, wir gucken mal von hier erstmal hin. Sehen Sie, Professor, da steht eine seltsame kleine Hütte. Interessant, offenbar wird das Wasser in die Kanäle geleitet. Sehen wir uns das mal genauer an. Die Tür lässt sich offenbar nicht ohne weiteres öffnen. Sehen wir uns doch noch etwas im Park um, Luke. Steht bitte kein Müll in den See werfen. Na gut, wird nicht gemacht. Ich bin ja artig, ich bin ja ein guter Bürger. Und verschone die Umwelt. Ohne Verschmutzung. Nicht wahr? So wie es sich gehört. So wie es sich gehört. So, ich glaube, mir ist eigentlich scheißegal, von welcher Seite wir hier in das Riesenrad kommen, oder? Im Endeffekt ist es egal. Es muss das Riesenrad sein, nachdem wir gesucht haben. Luke, wieso siehst du es dir nicht einmal aus der Nähe an? Vielleicht findest du etwas Auffälliges. Wie klar, Professor. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, Luke? Nein, gar nichts. Vielleicht ist in diesem Rad doch kein großes Geheimnis versteckt. Das wird sich noch zeigen. Lass uns noch etwas den Park erkunden, ja? Also stellt sich heraus, dass dieser Fahrschein letztlich doch nicht von Bedeutung war. Erscheint fast so. Offenbar hat mich meine Intuition diesmal doch getäuscht, Luke. Komm, lass uns wieder nach San Mister zurückkehren und wieder nach Hinweisen suchen. Es sei denn... What on earth? Professor! Ah! Get away, Luke! Run! Professor, I think he's chasing after us! That's preposterous!
Beste Zwischensequenz. Wieso kann das Riesenrad so einfach? Professor, da! Sehen Sie doch, was mit der Hütte passiert ist. Das Riesenrad muss sie einfach fortgerissen haben. Wenn wir eben etwas langsamer gewesen wären, wäre es uns ebenso ergangen wie dieser Hütte. Oh je. Ich glaube, ich habe hier etwas gefunden, Professor. Was könnte das wohl sein? Wieso gibt es hier eigentlich einen Zugang zur Kanalisation? Dies könnte auch ein unterirdischer Gang zum Turm sein. Wir müssen nachsehen. Komm, Luke. Ja, Professor, ich bin direkt hinter Ihnen. Ab in die Kanalisation mal wieder. Hoffentlich falle ich nicht hin. Es ist stockdunkel. Oh, und kalt ist es auch. Stolpere nicht, Luke. Halte die Augen offen und sage Bescheid, wenn du etwas Ungewöhnliches siehst. Zum Beispiel dieser Himmelsminze. Oder dieser. Ja, ich weiß, das ist ein Rätsel. Ich werde es auch gleich in den Angriff nehmen. Oder jetzt, weil ich drauf getippt habe. Sehen Sie mal, hier ist eine Art Steintafel in die Wand eingelassen. Das ist ganz offensichtlich ein Rätsel. Vermutlich weist uns die Lösung in die richtige Richtung. Ich glaube, das Rätsel erinnert mich. Wo geht's lang? 30 Pikaradwert. Rätsel 89. Du gehst einen Weg entlang, der sich vor dem Schild gabelt, das unten dargestellt ist. Dein Gefühl sagt dir, dass das Schild dir die Richtung anzeigt, die du einschlagen sollst. Durch dein Schild ein Pfeil wie den, der rechts unten neben dem Schild in Gelb dargestellt wird. Hast du ihn gefunden? Zeichne seine Umrisse mit dem Touchpad nach, so genau du kannst. Weil im Hinterkopf, dass der Pfeil, den du suchst, nicht unbedingt dieselbe Größe haben muss wie das Beispiel. Glaube ich irgendwie größer, ne? Ich erinnere mich so ein leichtes bisschen an das Rätsel, aber so ganz sehe ich es auch mal wieder nicht. Aber doch. Ja, so schon mal nicht. Ich glaube, das war nicht ganz verkehrt. Ja, irgendwie sowas war das. Ich weiß noch, so ungefähr. So ungefähr weiß ich es halt. Aber auch nur ungefähr. Mache ich das überhaupt in die richtige Richtung? Wahrscheinlich nicht. Guck mal, hier ist er nämlich. Hier ist er nämlich. Der war gar nicht da, wo ich ihn zuerst vermutet hatte. Man denkt natürlich, der würde sich irgendwo im Mittelpunkt befinden, aber ist er gar nicht. Aha. Gut gemacht. Nun weißt du, wo du lang musst. Ach, wer hätte das erwartet, dass ich nach links gehen muss? Haben wir die Antwort. Wir müssen den linken Gang nehmen. Verstanden, Professor. Eine Teekanne, das klingt sowas von nach Layton. So, jetzt haben wir bestimmt noch ein bisschen was zu lesen und dann beende ich den Part. Stille im Vergnügungspark. Die Stille im Park war fast schon unnatürlich. Es ist schwer zu glauben, dass dies hier ein Ort der Erholung und des Frohsitz war. Alle Anlagen sind verlassen oder wie im Falle einer kleinen Hütte fest verschlossen. Falls hier irgendwelche Hinweise geben sollte, haben wir sie noch nicht gefunden. Ich denke jedoch, dass wir uns das Riesenrad genauer ansehen sollten. Um ein Haar. Luke und ich nahmen das Riesenrad genau im Augenschein, doch wir entdecken keinerlei Hinweise. Plötzlich löst es sich aus seiner Halterung und verfolgt uns quer durch den Park. Wir kamen zum Glück mit ein paar Kratzern davon, doch die kleine Hütte im Norden wurde völlig zerstört. Nun sehen wir zumindest, was sich darunter befindet. Ob dieser Tunnel in den Turm führt? Wer weiß das schon. Oh, und dann noch kurz die Pension abchecken. Aber die Teekanne, es kann nur Layton sein. Welcher englische Gentleman käme denn ohne Teekanne zurecht? Wenn ich Tee trinken würde, wäre so eine Kanne sicher praktisch, ja. Gut. Das hätten wir auch geklärt. Dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wir steuern langsam auf Richtung Finale zu. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr bleibt weiterhin dran. Wenn es euch gefallen hat, gebt nämlich nach oben, schreibt gerne einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage Schilzikowski, euer FlassTV. Bye bye!